Jo, da ist sie wieder. Die Angelika Gudrun. Jo, ich war ja im Urlaub, ne? Das war toll. Da war ich mit meinem Mann auf der Terrasse. Jo. Jo, und der Karl ist auch ganz nur mit dem Trecker vorbeigefahren. Jo, da musste ich natürlich immer rin. Das hat gestunken nach Gülle. Jo, nach diesem ganzen Schiss, den der da noch mit drin hat. Uch, da haben wir immer Kopfschmerzen gehabt, da ging's uns nicht gut. Naja, aber sonst war der Urlaub toll. Da sind wir auch mal, jo, an der Efze gefahren. Das ist so Bach ist das, so ein Fluss, jo. Da wie Homberg. Jo, und da hat mein Mann dann auch mal so ein paar Bilder und so von mir gemacht. Jo, das hat er schon lange nicht mehr gemacht. Da war ich richtig stolz auf mich. Jo, und stellt euch vor, dann ist in der Zeit, obwohl ich gar nicht da war, da ist der Computer, ist gerade da, irgendwie war da was mit. Aber ich hab ja da so ein Kumpel da in Bayern da unten wohnen, der gehört ja mit dem Claudia da ins Team, ins Radio. Der hat mir dann gesagt, der kommt mal hier in den Computer rein. Da habe ich gedacht, ach du liebes bisschen, wie macht er das dann? Jo, aber der hat das wirklich gekonnt. Der hat dann, jo, da habe ich den hier drinnen gesehen. Und dann hat er da alles gemacht. Jo, hin und her habe ich gedacht, du lieber Gott, der Güllo hat da schmutzige Bilder von mir gemacht, da wo ich an der Efze war. Jo, da hab ich dort diesen Schlamm da, den hab ich mir überall eingerieben, so. Naja, die Leute sagen doch immer, da wo Algen dran sind, und wenn da so richtig stinkt, so, aus dem Fluss oder aus dem Meer, dieser Schlamm, das wäre gesund. Jo, und aufs Gesicht hab ich mir damit innen geschmiert. Jo, und da hat doch der Günther von mir lauter schmutzige Bilder gemacht. Ja, holla, 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 da habe ich gedacht, holla, holla, wenn der Thomas diese ganzen schmutzigen Bilder von mir sieht, was denkt er dann? Oder man hört ja immer, dass die Leute schmutzige Bilder im Internet verkaufen und so, jo, und klauen. Ja, aber dann habe ich gedacht, der Thomas ist ja, Gott, den Thomas, den kenne ich ja nun schon gut. Und wenn's Claudia dem so vertraut und sagt, das ist ein ganz guter, ja, dann will ich das mal klöben, ne? Ich weiß ja auch nicht, aber ich hoffe es ja mal, dass der nicht meine schmutzigen Bilder ins Internet stellt. Ach! Wo wir bei schmutzig sind, da sind wir jetzt mal durch so einen Ort gefahren. Da wollte ich mal den Martin besuchen. Kennt ihr dann den Martin? Ja, der Martin kommt ja auch ab und zu mal im Fernsehen. Der hat's schon geschafft, ne? Der lacht auch nicht so wie ich. Wir verstehen uns bestimmt, wenn wir uns mal sehen. Jo, und dann sind wir da Richtung Marburg, Gießen da rüber. Jo, und da kommt man da durch so ein Dorf durch, wenn man da diese ganzen Kameras da vorbeigefahren ist, da kann man aber winken, da guckt die Polizei immer rein. Jo, oder die sitzen da drinnen, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber da fährt man dann, wenn man wieder heim will, fährt man dann auf so ein, ja, da fährt man dann auf der Straße wieder nach Hause, auf dieser Bundesstraße. Und da guckt man dann so rechts beim Dorfeingang an so ein Riesenplakat, da steht dann drauf, Rohrreinigung. Wir reinigen alle Rohre, wir blasen alle Rohre durch. So, da habe ich dann gedacht, boah, ey, können die da nicht gleich Puff da drauf schreiben? Müssen die das dann so verstecken oder müssen die dann Steuern bezahlen? Jo, da habe ich mal mit dem Ollen gefragt, mit Günner. Jo, und der Günner meint, ich wäre bekloppt.
Ja, der hat ja keine Ahnung, der weiß ja sowas nicht. Das ist ja so ein anständiger Kerl, der gibt ja sogar den armen Mädchen in Brasilien da auf dieser Mauer, hab ich ja schon von erzählt, so vom Urlaub, wenn der da ist. Dann Copacabana, nee, wie ist das nochmal? Copacabana-Bananenstrand, glaube ich, oder so ähnlich. Ach, ich weiß es nicht mehr. Na, jedenfalls. Der ist selber bekloppt, der weiß das gar nicht, der ist viel zu gut für die Welt. Jo, dass das ja ein versteckter Buff ist, das hat er gar nicht gedacht. Ne? Oh doch, darf ich sowas jetzt überhaupt hier im Fernsehen sagen? Jo, da habe ich so gedacht, Rohrreiniger, wir blasen alles sauber, mein lieber Mann, du. Das ist aber offensichtlich, was die da an der Wand streichen. Jo, da sind wir auch schnell durch, da wird man ja auch. Ja, da wird mich ja auch von der Polizei beobachtet. Da sind auch solche Kästchen überall. Ich habe aber so getan, als wenn ich das gar nicht gesehen hätte, als wir dann da an den Gassen vorbeigefahren sind. Da habe ich dann so hochgeguckt und da habe ich nicht gewunken wie sonst. Ich wink ja sonst immer, dass die Polizei weiß, ah, Angela Gutrein ist einfach noch vorbeigefahren. Jo, ihr wisst ja, ich bin ja immer berühmter, ne? Ja. Jo, das wollte ich euch jetzt nur mal vom Urlaub und so erzählen und von den ganzen Sachen, die ich da erlebt habe. Ja, Gott, so viel ist es jetzt mal mit, was mir da infällt. Aber es kommen schon wieder. Ja, und dieser PC hier, mal gucken, wie lange der läuft. Und ach so, ja, und dann ziehe ich ja schon wieder um, ne? Ja, also eigentlich bleibe ich ja hier in Wettesing wohnen. Mackenbach ist ja vergessen, ne? Aber wir ziehen jetzt nach Bieber. Ja, nach Bieber. Da gibt's nicht so einen Kerl, der mit Pestiziden da rumstreunert auf dem Acker. Nee, das gibt's da nicht. Hab gar nicht gedacht, dass es das außer da in der Vulkaneifel in Daun, da gibt's das außer da rum. So saubere Luft, so. Nee, aber da gibt's das auch. Das ist das Bibertal. Oh, bin da schon noch mal rumgepest und hab mal geguckt. Also ich finde da gar keinen Biber. Aber die Leute haben gesagt, das ist ein Bach, der da durchgeht. Der heißt Biber und deswegen heißt das Ganze da Bibertal. Diese ganzen Dörfer da oben hoch, auch ruf auf der Alp da, so halb druffe, so neben diesen da, also schon schön. Ja, da haben wir auch eine Wohnung gefunden, eine pendeln dann immer so hin und her, ist ja immer so, dass ihr wisst, was ist los da mit dem Angelika Gudrun. Angela merkt ja überhaupt nichts mehr von der, nö, die ist ja weg. Ja, ich bin nicht weg, nee, ich könnte mir noch schreiben oder so. Also ich antworte auch, wenn ich das sehe, wenn ihr mal schreibt, dann ist das in Ordnung. Nur ich kann halt nicht mehr so viel jetzt die Filmerei machen, bis wir umgezogen sind. Ja, und dann, ja, was dann so alles ist. Und wie gesagt, ich suche ja immer noch diese Biber da. Weil da habe ich so ein bisschen, denke ich mir, wenn die so einen Staudamm bauen und haben dann Überschwemmung, da muss man vorsichtig sein. Ja, und ich suche ja da schon eine Ecke, wo ich dann mich auch mit diesem Schlamm innenreiben kann. Hier, damit da bin ich noch mehr schöne, schmutzige Bilder von mir machen kann. Ja, ich kann die ja mal auch an die Füße machen, den Schlamm oder so. Gibt ja Leute, die finden das ja schick, ne? Die gucken sich das an. Oh, ich könnte das ja nicht, wenn ich dann die Leute mit den Käsefüßen. Nee, das ist ja nichts für mich, aber ja, ich wollte mal Hallo sagen, ne? So. Ja. Und einfach mal so sagen, wo ich jetzt so bin und was ich mache, als der Urlaub ist um, bin der dort da. Nur mit der Filmerei, das muss man so ein bisschen warten und ja. Und dann habe ich euch noch was zu erzählen übers Tapezieren. Das war vielleicht eine Nummer, ey, aber hallo. Ja, aber das mache ich dann im anderen Film dann, wenn ich wieder Zeit habe und wenn ich da dann auch eine Mädchenbude habe wie hier. Ja, wo ich dann das Internet habe, wenn ich da überhaupt Internet habe, das habe ich natürlich noch nicht so geguckt.
So, das war's dann, ne? Also dann tschüss, ne? Tschüss! Tschüss, Angela Gudrun war wieder da. Angelika Gudrun liebt euch. Bringt mich ins Fernsehen. Immer drücken, ne? Denkt dran. Immer drücken für mich. Den Daumen drücken für mich. Jo, sonst. Ich glaube, sonst fällt mir nichts mehr in jetzt. Also dann, macht's gut. Tschüss, bis demnächst hier in der Strahlenbude, ne? Hier, tolles Kino bei Angelika Gudrun. Ja.